Ja, hey, ich bin's, der Aaron, wie ihr wisst, und eine neue Woche startet mit dem Thema Misgendered. Was tun? Also, ich habe das Glück, dass ich auch vor Testo gar nicht so oft mit Frau angesprochen wurde oder ja, man mich halt wirklich als Frau gesehen hat. Also da hatte ich wirklich Glück. Ich glaube, viele haben das Glück nicht, sonst würden wir das Thema hier auch nicht machen. Und es ist wirklich eine richtig, ja, Scheiß-Situation, die einen sehr bedrückt, und klar hatte ich das auch ein paar Mal, deswegen kann ich da auch mitreden, dass es wirklich, ja, ein quasi niederschmettert, weil man sich fragt, ja, was mache ich falsch und wieso sieht man mich als Frau? Ist mein Passing einfach nicht gut genug und so? Aber es ist halt wirklich, wie wir schon beim letzten Thema, also Telefonieren vor Testo, gesagt haben, dass vor Testo einfach vieles aufgrund von unserer Sprache, also von der hohen Stimme, aufgedeckt wird. Und auch einfach, weil man vor Testo, ja, wir keine Gesichtsmerkmale hat eines Mannes. Natürlich gibt es auch einige unter uns, die trotz Pretty schon sehr männlich aussehen und echt ein Top-Passing haben. Aber es ist einfach so, dass es vor Testo sehr, sehr schwer ist. Und da braucht man eigentlich gar nicht so viel, also sich selbst gar nicht so viel Druck machen, weil es einfach kaum Möglichkeiten gibt, dem aus dem Weg zu gehen, dass man eben nicht als Frau gehalten wird, weil, wie ich beim letzten Video schon gesagt habe, das ist so in unseren Köpfen eingebrannt, seit klein auf, dass die Menschen, die dich halt eben als Frau betiteln, meistens gar nichts dafür können und das halt nicht böswillig machen, sondern einfach, ja, es in den Köpfen so drin ist, dass wenn jemand weiche Gesichtszüge hat und dann auch noch eine hohe Stimme, dass in den Köpfen der Menschen halt direkt geswitcht wird, okay, das scheint eine Frau zu sein. Und deswegen darf man das den Menschen gar nicht ja, übel nehmen. Die machen das ja auch nicht mit Absicht und auch nicht, um euch da irgendwie weh zu tun. Und deswegen muss man da einfach versuchen, irgendwie drüber zu stehen und diese Zeit, bis ihr Teste bekommt und ja, quasi die Erlösung habt, irgendwie versuchen, so gut es geht, rumzukriegen und sich davon so wenig wie möglich runterziehen zu lassen und einfach zu denken, ja, verdammt, das hat gerade nicht so geklappt und ich wurde für eine Frau gehalten, das, was eigentlich am schlimmsten für mich ist, aber es wird ein Ende haben. Es ist jetzt nicht so, dass es euer Leben lang so sein wird, weil mit Testo wird das halt alles ganz anders. Und selbst wenn ihr nach Testo manchmal, also was heißt manchmal, oder nochmal als Frau gesehen werdet, das dürft ihr, ja, nehmt es den Menschen nicht übel. Zumindest, wenn es halt fremde Menschen sind. Wenn das Menschen sind, die euch kennen und das einfach irgendwie nicht auf die Reihe kriegen und so. Das ist natürlich was anderes. Aber ja, bei fremden Menschen solltet ihr das nicht so eng sehen und solltet da drüber stehen und für euch persönlich einfach das Beste daraus machen und da nicht so in ein Loch fallen, weil das wäre echt das, was
du am wenigsten gebrauchen kannst. Und ja. Ja. Das ist auch eigentlich das, was ich da schon sagen kann, weil es liegt einfach viel bei uns an Testo. Testo ist wirklich quasi, ja, jetzt nicht das Allheilmittel. Durch Testo wird nicht alles besser. Das hatten wir ja auch schon mal als Thema. Aber es ändert einfach viel und es ändert nicht nur viel in eurem Kopf, sondern auch in den Köpfen der anderen, wie sie euch halt wahrnehmen. Und ja, deswegen wird sich dadurch viel ändern. Und ja, das war's dann auch schon von mir für diese Woche. Und wie gesagt, haltet den Kopf oben, wenn ihr mal irgendwie, ja, als Frau angesehen werdet. Steht da einfach drüber, lasst euch nicht runterziehen und irgendwann ist das alles vorbei, da passiert euch das nicht mehr. Und in diesem Sinne, macht es gut, bis nächste Woche. Cheerio.